Herzlich willkommen bei den Energiespar-Lifehacks der Salzburg AG. Jetzt schauen wir uns das Einsparpotenzial im Badezimmer an. Wir kommen gleich zum Waschbecken. Hier haben wir ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Wasserhähnen. Es sollte darauf geachtet werden, dass überall ein Perlator im Einsatz ist. Dieser reichert das Wasser mit Luft an und dadurch wird weniger Warmwasser verbraucht. Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein Vollbad natürlich nett. Energieeinsparender ist aber natürlich das Duschen. Je nachdem, wie lange man duscht, ist das Einsparpotenzial bei ungefähr 2/3 zu einem Vollbad. Und nach dem Duschen lüften nicht vergessen. Fenster für 10 Minuten komplett auf und die Feuchtigkeit hinauslassen.